Hi, willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute entlocken wir dem XKX251 Whirlwind 100% Leistung. So, standardmäßig sind alle Schalter von einem weg in der Nullposition, also neutral, so wie da gezeigt, immer von einem weg, das ist also down und zurück ist dann up. Und wir haben, ich habe da gleich noch eine Zeichnung, das sind die gekennzeichnet. Wie man sieht, kommt man nur auf 75% Leistung und das ist sicherlich nicht der Bringer, das stellen wir aber dann nachher so ein, dass er mit 100% Leistung fliegen kann. Das macht einen ganz erheblichen Unterschied in der Geschwindigkeit, ganz unbestritten, deutlich zu sehen. Mode-Taste länger drücken, dann kommt man in die Einstellungen. Mit dem Scrollen, mit dem Rad kann man dann durch die Einstellungen scrollen. Mit Push aufs Rad drücken wählt man die jeweilige Version aus und mit Back kommt man dann wieder aus dieser Funktion raus. So, Reverse brauchen wir nicht. Dann haben wir da Dual Rate, Exponential, Throttle Curve und Gyro. Da stellen wir dann alles ein. Mit dem Dual Rate kann ich das Ansprechverhalten der Sticks erheblich verändern. Das heißt, ich habe wesentlich härtere und schnellere Reaktion am Kopter oder eine wesentlich langsamere und weichere. Das ist der ganze Trick. Anders verhält sich Exponential. Das ist Geschmackssache. Das muss man einstellen und versuchen, wie es einem gefällt. Er reagiert erst schneller am Anfang und dann langsamer oder am Anfang langsamer und dann schneller. Also das ist, wie man das gerne hätte. Am besten ist linear, meiner Meinung nach, aber das ist Geschmacks. So, hier sind wir bei der Throttle Curve, die geht also bis 75%. Da kann man die verschiedenen Stufen, das sind also 1, 2, 3, 4, 5 Stufen, die kann man verschieden verstellen, wie ich das hier zum Beispiel eingestellt habe, so kann man das machen. Oder nur den letzten, den 5er einstellen auf 100, das reicht auch. Das Ganze läuft dann mit dem Switch 1. So, jetzt sind wir bei der Gyro, also beim Kreisel einstellen, das ist der Switch 2, Schalter 2, Entschuldigung. Und die XK-Steuerung ist oft verkehrt eingestellt, das heißt, sie geht überhaupt nicht in den 3D-Mode rein. Das liegt daran, dass der Kreisel über 41% steht und dann geht er nicht in den 3D-Mode. Also alles über 41% bis 100% ist ganz klar stabilisierter Flug, da ist der Kreisel also im Eingriff. Je höher der Wert ist, je mehr ist der Kreisel im Eingriff. Je niedriger der Wert ist, je weniger Kreisel habe ich dabei und ich muss das Ding manuell fliegen. Also es ist dann fast nicht mehr stabilisiert, bis gar nicht mehr. Ist der Schalter 2 in der Up-Position, müssen hier jetzt unter 41% entstehen. Dann schaltet der Kopter auf Rot, das kann man am Kopter selber kontrollieren, wenn er an ist. Und dann springt der automatisch in diese rote LED. Wenn ich über 40% komme bzw. den Schalter wieder umlege in die Position 1, in die Down-Position, komme ich über 40% und er wird grün am Ende. Dann ist der Gyro schon quasi eingestellt. Die restlichen Werte kann man nach Geschmack einstellen, also von 0 bis 41 und von 42 bis 100% eben. Schalterstellung Down muss sein stabilisierter Flug und Schalterstellung Up, also die hochgezogene, muss sein 3D-Flug, also rote Lampe. Erst grün und dann rot. So, jetzt zur Throttle Curve, das ist das Gas. Wir gehen in Einstellungen auf den Kanal 5, das ist also der letzte Punkt, meine ich. Der steht jetzt auf 75 in der Schalterstellung, das ist also der Switch 1, Schalter 1. Und er steht jetzt auf 75%, das lassen wir auch. In der Schalterstellung 2, das ist also ab hoch zu mir, da gehe ich jetzt wieder auf die 5 und gehe mit Push in die Einstellungen und drehe das Ding hoch auf 100%. Da muss man immer ein bisschen üben, das ist ein bisschen frickelig, der springt manchmal hin und her. Aber auch, man muss aufpassen ein bisschen, was man macht, aber ansonsten ist das ganz einfach. So, dann stelle ich den auf 100, drücke wieder Push und Back und schon habe ich 100% Gas. In der Abstellung, wie man sieht. So wollen wir das haben. Das heißt also, ich kann bewusst umschalten, ob ich eine volle Leistung oder 75% Leistung haben will. Das heißt, in der Position 1 bleibt alles unverändert, so wie es ausgeliefert ist, und in der Position 2 so ab habe ich 100% Leistung und dann geht das Ding auch ganz anders ab.
Also das kann man ganz klar, das ist zu sehen, zu hören und zu spüren. So, zum Dual-Rate nun haben wir einmal in der Schalterposition 1, da handelt es sich um den Schalter 3. Genau, und ist 1, das ist Schalterposition 2 jetzt, haben wir 100% bei den Kanälen anliegen und in der Schalterposition 1 80%. Da braucht man nichts dran stellen, das ist eigentlich ganz okay so. Man kann das aber auch höher oder niedriger einstellen, je nachdem wie man es gern hat. Reaktion ist niedriger Wert, bedeutet, ich bewege meinen Stick und der Kopter reagiert schwach, ich sag mal wenig. Und habe ich einen hohen Wert, tue ich meinen Stick wenig bewegen und der Kopter reagiert relativ stark, also oder relativ schnell darauf. Das ist der Unterschied. Also so kann ich einstellen nach persönlichen Vorlieben, wie ich das möchte. Also es war jetzt gar nicht einfach rüberzubringen. Wenn noch Fragen sind, in die Kommentare schreiben. Und ansonsten Stopp drücken beim Video gucken, da kann man dann auf Bildern und auch sonst noch einiges sehen und erkennen. Danke fürs Gucken, schöne Feiertage und bis zum nächsten Video, morgen oder übermorgen. Also, bye, danke.